Ich glaube, dass die Entwicklungsrichtung Elektroautos der falsche Weg sind. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Schulbusse müssen fahren und nicht die Förderung von Elektroautos, weil damit eine bestimmte Klientel gefördert wird. Und auch aus ökologischer Sicht sind Elektroautos problematisch. Wenn man sich die Gesamtbilanz anschaut, dann ist die Frage der Ökologie zumindest eine Frage. Ich sehe das so, dass wir Innovation auf diesem Gebiet brauchen. Leider haben ja die Automobilkonzerne in den letzten Jahren ihre Innovation viel zu stark in Manipulation gesteckt. Und die Prioritäten müssen so sein, dass wirklich alle auch partizipieren können. Und das heißt, öffentlicher Nahverkehr, das ist der richtige Weg. Die Elektroautos sind eine Nischenvariante. Wenn man überhaupt das Projekt der Elektroautos auf diese Art und Weise fördert, dann gehört selbstverständlich auch eine Infrastruktur dazu. Und die darf dann natürlich nicht nur so sein, dass große Städte privilegiert sind, sondern dann muss man ein gänzlich anderes Konzept entwickeln. Ich frage mich aber, warum hier öffentliche Investitionen in dieser Frage notwendig sind. Wir brauchen öffentliche Investitionen, aber sie müssen wirklich in eine andere Richtung gehen, in die Schiene, in den Nahverkehr.